Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Eternal Darkness. Wir befinden uns immer noch in der Haut von Peter Jacob im ersten Weltkrieg in der Kathedrale von... Gut, das Ding schlug ein Stückchen weiter ein Glück. In der Kathedrale von Amiens. Und wir sind hier in dem Raum, in dem wir, als wir das erste Mal in der Kathedrale waren, Karl des Großens Leiche, Karls des Großen. Schreibt mir in die Kommentare, wie das richtig geschrieben wird, wie man das richtig sagt, grammatikalisch korrekt. Bitte an alle Deutsch-Nerds hier. Also die Leiche von Karl dem Großen haben wir hier gefunden und sind dann selbst ja mehr oder weniger zu einer wandelnden Leiche geworden und haben uns, oder die wir dann beim zweiten Besuch dieser Ruine als Mönch besiegt haben. So, jetzt aber hier mal ein bisschen gucken. Hier ist etwas zum Untersuchen. Eine Fackel. Die kann ich jetzt bestimmt nehmen. Genau. So, also so einen kurzen Text. Brauche ich nicht vorlesen, oder? Gut, wir haben also die Fackel. Das ist schon mal gut, weil es ist ja dunkel. Der Strom ist ja ausgefallen. Und Fackeln in diesem Spiel können auch die einfachen Gegner schon mal killen. Da war eben auch nochmal eine Untersuchung. Kisten mit medizinischem Material warten auf ihren Einsatz bei der Behandlung der Verwundeten. Sie sind mit blutigen Fingerabdrücken übersät und es ist schwer zu sagen, ob sie zur Rettung von Leben oder zur Verkürzung der Leiden benutzt wurden. Ja. Krieg ist schrecklich. Hier steht nehmen. Ich hoffe, er nimmt jetzt nicht die Maus oder Ratte, die da liegt. Nein, er findet wieder... Ich habe da nicht gesehen, dass da irgendwas liegt. Ich will ganz ehrlich sagen. Das ist der gleiche Text wie eben von, daher überspringen wir das. Die Leichen haben wir tatsächlich schon ziemlich sicher. So, schon weiter. Ah, Kampfwaffe in der Hand? Nee, haben wir natürlich nicht. So. Dann ist hier der Altar. Mit zwei Büchern drauf. Kalter Nebel umhüllt den Altar. Als Peter sich dem Stein nähert, befällt ihn Kummer. Die Kathedrale ist unzweifelhaft böse. Kein heiliger Ort, wie sie es eigentlich sein sollte. Da sieht man es mal, der Mönch, ich glaube Bruder Andrew hieß er, hat da ziemlich lang für gebraucht, das mitzukriegen. Der guckt sich den Altar an. Oh ja, Altar, ganz klar böse. Ja, ja, das ist ganz, ganz, ganz offensichtlich. Da sieht man es mal. Das ist wahrscheinlich aufgrund der archäologischen Funde, die er kennt, aus der Zeit der Mönche, die wir von denen wir einen gespielt haben, aus der Zeit der Inquisition. Also, gucken wir mal hier oben. Auf die Gefahr, dass wir hier schon gewesen sind, in diesem Playthrough oder in diesem Kapitel. Ich glaube es aber nicht, ich kann mich nicht an dieses kaputte Rohr erinnern. Bücherregale sind natürlich alle weg. Puh. Schon gedacht, die wir uns treffen. Ich kann natürlich nicht in Deckung gehen. Ne? Das ist, also wenn hier eine von denen einschlägt, dann war es das mit uns. So, hier erstmal die Revolvermunition und stopfen die nochmal direkt. So. Nachladen. Stopfen die nochmal direkt in die 6 Kammern. Genau das. So. Und dann geht's weiter mit der Fackel. Und zwar haben wir jetzt hier die Nahkampfwaffe. Das hölzerne Schwert, genau. Nein, auf einer alten hölzernen Tafel ist ein zweischneidiges Schwert beschäftigt. Es ist damit beschäftigt, rumzuhängen. Ja. Ich und Lesen heute werden wohl keine Freunde mehr. Guck mal hier gerade eben. Jetzt ein bisschen leiser, das Ding dröhnt mir in die Ohren. Mit seinen Explosionen. Peter hat ein zweischneidiges Schwert erhalten. Ich habe eben noch gesagt, das lese ich nicht vor. Nein. Dieser Raum wird seit langer Zeit nicht mehr genutzt. Stimmt, Bücherregale waren keine mehr da. Die Regale, in denen einst Bücher und Schriften untergebracht waren, sind nun mit Staub überzogen und beherbergen nur Abfall und Schutt. Zum eins von denen ließ sich doch öffnen. Hat das umgebaut, oder was? Dann wieder runter. Hier ist also nichts zu finden. Außer was auch immer wir in der letzten Folge gefunden haben. Weiß es nämlich tatsächlich nicht, was wir... Wir haben jetzt eine Waffe. Wir können uns jetzt wehren. Das ist gut. Ich nehme die auch gleich mal, falls...
falls wir direkt angegriffen werden. Speichern. Ah, falls wir direkt angegriffen werden. Ich bin bei dem nämlich extrem vorsichtig. Und dann ist es bei dem Durchspiel total einfach. So. Rechte. So, abgesehen davon sollte jetzt eigentlich der Wächter an der, was ist hier? Ach ja. Auf dem Altar liegt ein Gewehr, das wahrscheinlich von einem flüchtenden Wachposten zurückgelassen wurde. Okay. Das ist das Gewehr, für das wir hier die Munition haben. Ist das geladen? 10 Schuss. Gut, was ich meinte, ist, dass hier vor der Musikmaschine der nicht mehr steht. Und da liegt tatsächlich ein Stück uraltes Papier da liegen. Dieser mit Notenblatt. Das sind bestimmt die gleichen Noten von eben. Der Einschlag des Granatfeuers hat den Generator der Kathedrale ausgeschaltet. Ja, stimmt. Haben wir keinen mehr. Die Orgel funktioniert nur, wenn sie mit Strom versorgt wird. Sobald der Strom wieder da ist, kann auf ihr sicherlich gespielt werden. Also hier, bevor wir jetzt einfach das... diese kleine Melodie spielen, um den Tabernakel zu öffnen, das wäre komisch, wenn das was anderes tut. Müssen wir also erstmal wieder hier stromen. Okay, grünes Ding. Das können wir natürlich darstellen. Aber ist nicht hier in das untere Stockwerk. War hier nicht was? Und war ich da schon? Untersuchen? Untersuchen? Untersuchen. Einer der Wachen liegt tot am Boden. Ein plötzlicher und grausamer Tod. Ihre zerschmetterten Glieder stehen im merkwürdigen Winkel vom Körper ab. Aus Mund und Ohren fließt Blut. Das war auch der Mörser-Einschlag, der den Strom ausgeschaltet hat. Genau, hier, das war der Raum. Ne, der rechts war das Gästezimmer, wo wir mit dem Bruder Andrew drin waren. Das einzige Gästezimmer, das in dem anderen sind wir nur eingesperrt worden. Und das Zimmer ist neu. Geh mal kurz reinhören, aber ich höre keinen Gegner. Aber ich sehe Revolver-Munition. Feini. Ja, ich würde sagen, das sind Handtücher oder so, ha? Das sagt mir nicht, was es ist. Ich kann wieder weggehen. Und hier in dem Tisch. Auch. Ah ja, hier gibt es Details. Ähnlich der Marie Celeste ist auch dieser Tisch seit langer Zeit unberührt. So als sei der Besitzer plötzlich weggegangen und nie wiedergekommen. Jetzt würde ich gerne nachgucken, wer Marie Celeste ist oder war. Aber ich muss ja jetzt hier spielen. Also auch mal... ich habe die Kamera nicht an. Wieso mache ich die Geste? Unten in die Kommentare schreiben, wer Marie Celeste ist. Würde mich mal interessieren. Ein unvollendeter Brief ist Zeugnis einer stillen, unbeendeten Geschäftigkeit. So. Dann gucken wir uns jetzt mal den Raum an, den wir eigentlich schon kennen sollten. Da liegt auch ein bisschen Munition rum. Ich glaube, wir hatten hier auch Ambrus-Munition gefunden. Damals die... hier steht noch das Bett. Kann er das irgendwie... nein, aber dieses Bild können wir sehen. Natürlich ist es zu dunkel. Ich nehme mal dunkel, dass wir das, dass wir jetzt besser sehen können. So. Da sehen wir also hier rechts, das ist eine Karte. Ich würde ja mal sagen, das ist Großbritannien und ein bisschen vom Festland oder so. Oder? Und links, das ist eine Stadt. Ist das vielleicht London oder so? Hm. Könnte sein. Und irgendwelche Papiere. Dieser Tisch wird peinlich sauber gehalten. Peter wundert sich, dass in diesem Hospital, das sich an der Front des Krieges befindet, nicht mehr Chaos herrscht. Werden hier nicht die Sterbeurkunden ausgestellt? Okay, Moment. Der Tisch, an dem die Sterbeurkunden ausgestellt werden, ist ordentlich. Ich muss mir tatsächlich eben hier eine Sache wegklicken. Tatsächlich habe ich nämlich vergessen, mein, ich nehme ja hier mit dem Arbeitslaptop auf und ich habe mein Teams von der Arbeit nicht ausgemacht und habe mich jemand angeschrieben und ich sollte für die Arbeit, für meine Kollegen offline sein. Es ist eigentlich schon nach meiner Arbeitszeit, es ist ja schließlich schon 5:30. So. Dann gucken wir mal hier rein. Erstmal speichern, erstmal was essen, nein.
Spieleinstellungen möchte ich nicht speichern. Ich möchte tatsächlich das hier speichern. Dankeschön. Ich war eben verwirrt, weil das, die Meldung ist die gleiche. Nur oben der Text ist anders. Was haben wir hier eigentlich? Audio, Stereo Surround und Lautstärke. Interessant. Bildschirm konnte ich nur... Ach, ich könnte auch auf 16... Ja, vielleicht mache ich das... Nee, ich glaube, ich mache das in Zukunft weiter so. Ich lasse das jetzt auf PAL-Auflösung. Auf Square 4:3 Format. Weil früher hatte man auch da eigentlich eher... Also das war zu der Zeit, da waren diese 16:9 Fernseher was ganz Neues und was ganz Seltenes. Von daher mache ich das jetzt hier nicht. So. Ihr müsst das so ertragen, wie ich das damals auch gesehen habe. Oh, hier ist der Generator von der... Das ist die Luftpumpe, ne? Der Generator von der Orgel. Die Orgel ist seit ihrem Aufbau nahezu unverändert geblieben. Ursprünglich wurden die Windladen manuell bedient. Nun arbeiten sie mit Dampfdruck und werden elektronisch gesteuert. Dies ist eine der ältesten restaurierten Pfeifenorgeln der Welt. Ja, wie sagt die... das war also, ich habe das auf einem winzig kleinen Fernseher gespielt, in 4:3 in PAL. So, deswegen natürlich soll das Erlebnis das gleiche sein. Und hier sind wieder die Treppe. Okay, da einfach den Weg gegen. Da wird so einiges an Munition gefunden. Da ist noch einer. Das waren sie wohl alle. Gut, dann können wir die Fackel wieder nehmen. Jetzt sind hier statt Fässern, das war dieser Gang mit den Fässern, jetzt sind hier statt Fässern, sind hier noch Türen. Im Keller sind Fässer mit reifendem Wein der kühlen Luft aufgereiht. Ist der Wein in der Luft oder sind die Fässer in der Luft? Für mich stehen die auf dem Boden an. So, Entschuldigung. Sobald der Krieg zu Ende ist, wann auch immer dies sein wird, wird dieser Wein zu den besten seines Jahrgangs zählen. Ja, also wir haben hier am Anfang des Ganges zwei Türen und hier am Ende keine Tür. Okay, das ist alles das gleiche. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt hier eines von den Fässern auf einmal hohl ist. Das wäre... stattdessen müssen wir jetzt hier... Ich nehme wieder die Waffe. Speichere auch nochmal. Stattdessen müssen wir hier natürlich etwas anderes machen. So. Und hier ist es wieder. Ich höre keine Gegner, also kann ich auch wieder auf die Fackel schalten. So. Das sieht ja hier so nach einem Ölgenerator oder so aus. Dies muss ein mit Dampfdruck betriebener Generator sein. Dampf, Öl. Wo ist der Unterschied? Er ist momentan nicht in Betrieb und wartet nur darauf, mit Dampf versorgt zu werden. Hier ist ein Hebel, mit dem der Generator wohl ein- und ausgeschaltet werden kann. Ziehen wir da mal an. Dampf zischt schon mal. Das Geräusch von knirschendem Metall auf Metall ist zu hören. Und ein leises und ein kleines Zischen. Sonst passiert nichts. Der Generator wird nicht mit Dampf versorgt. Trotzdem hat er kurz gezischt. Wahrscheinlich war noch ein bisschen Druck. Naja, beim Zurückfahren zischt es auch. Das soll wohl das Knirschen von Metall auf Metall sein. Okay, was haben wir hier? Auf der Wand neben dem Generator befindet sich ein offener Sicherungskasten. Eine der Sicherungen fehlt. Es gibt keinen Hinweis darauf, wo sie sein könnte. So, Leute. Und das ist eine Stelle... wo ich, als ich das Original gespielt habe, Ewigkeiten gehangen habe und nicht kapiert habe, was ich machen soll. Und zwar erwarten die wirklich von einem, dass man auf die Idee kommt, diesen Glückspenny in den Sicherungsschlitz zu stecken, als Ersatz für die Sicherung, um die Sicherung zu überbrücken. Leute, macht das nicht zu Hause. Weder im, auch nicht im Auto. Er setzt keine Sicherung, überbrückt keine Sicherung. Die Dinger haben einen Sinn und Zweck, wie der Name sagt, zur Sicherheit. Wenn die durchbrennen, kauft eine neue und steckt die neue rein. Und wenn die sofort wieder durchbrennt, guckt,
Das, was hinter der Sicherung hängt, ist dann kaputt. Nicht mehr benutzen, reparieren, austauschen, was auch immer, aber nicht die Sicherung überbrücken. So, jetzt wollen wir natürlich trotzdem das hier nochmal sehen. Ein bisschen Blut verschmiert ist, ne? Wenn man oben guckt, so ein Blutstropfen drauf, eine Kratzer ist drauf. Eine alte Münze, die merkwürdige Markierungen aufweist. Sie muss ideellen Wert für irgendjemanden besessen haben. Wer auch immer diesen Penny besitzt, dem wird das Glück mit Sicherheit hold sein. Peter setzt den Glückspenny an die Stelle der fehlenden Sicherung. Er passt perfekt dorthin, aber der Strom fließt trotzdem noch nicht. Es passiert einfach gar nichts. Peter nimmt den Penny wieder an sich und steckt ihn zurück an seine Tasche. Ja, die Sicherheit hätte eigentlich gesagt, mal abgesehen davon, dass man die Sicherung nicht überbrücken sollte, dass man den Penny drin lässt. Denn natürlich leitet der elektrische Strom. Und wenn Peter den reinsteckt, während der Strom fließen will, sollte er eigentlich den gehörigen Schlag bekommen. Und wenn es nicht vom Strom ist, dann von irgendjemandem, der das mitkriegt. Also Leute, wenn ihr schon auf so eine blöde Idee kommt, dann bitte... Nee, kommt erst gar nicht auf die Idee. Also eigentlich sollte Peter sofort sterben, wenn ich das mache, wenn der Strom an ist. Aber wir wissen schon mal, wir müssen irgendwie diesen Generator mit Dampf versorgen. So, gehen wir mal in den Raum gegenüber. Gehen wir mal rein. Und das hört sich doch an, als sei hier ein Dampfkessel. Und hier ist ein Haufen Kohle. Okay. Hier ein Fass. In der Wand ist ein Loch, gerade groß genug, dass ein Hund hindurchpassen würde. Das kennen wir noch, das war ein Trapper-Loch. Trapper durch, aber erstmal gucken wir uns hier dieses Ding an. Ein alter, rostiger, aber zuverlässiger, mit Kohlen gefeuerter Boiler versorgt die Kathedrale mit Wärme und Dampf. Momentan wird kein Dampf in den Generator geleitet. Soll Peter das Rad drehen? Ja. So, jetzt wird wohl der Dampf Generator geleitet. Jetzt gehen wir aber erstmal her und gucken, was in dem Loch ist, indem wir einen Trapper durchschicken. Trapper, da ist es, sprechen. Und hier ist unser Freund. Also, wir sehen hier... Aha, wir sehen hier einen stärkeren Zirkel. In diesem Raum wird die Kohle gelagert, die für den Dampfboiler benötigt wird, der wiederum den Generator der Kathedrale in Gang hält. Kleine Haufen sind alles, was noch übrig ist, und angesichts dieses endlosen Krieges wird der Nachschub lange auf sich warten lassen. Wie gesagt, wir haben hier den Fünferzirkel. Und hier ist der Körper eines Soldaten. Patient dieses Hospitals liegt zusammengesunken gegen die Tür gelehnt. Ein letzter Versuch, sich vor dem Schrecken zu verstecken, bevor er seinen Verletzungen erlag. Okay, der liegt vor der Tür. Wahrscheinlich können wir die Tür deswegen nicht aufmachen. Ich versuche den, ja, ich kann den anvisieren. Das wiederum bedeutet, ich kann ihn wegteleportieren. Und das heißt, ich habe die Tür soeben freigemacht. So, ist hier, die habe ich jetzt gar nicht bemerkt, dass da eine Tür ist. Aber jetzt können wir den großen Machtzirkel an uns nehmen. Dann gucken wir doch mal, was können wir denn beschwören. Ach, da brauchen wir wahrscheinlich, um das genau zu wissen, müssten wir es ausprobieren. Egal. Und zwar, jetzt haben wir immer zweimal Paragon. Das ist der Spruch 10. Damit rufen wir also eine stärkere Kreatur als die Zombie. Ich will es natürlich nicht ausruhen, weil wenn wir die Kreatur freigeben, müssen wir sie da abkämpfen. Da wir keine Erfahrungspunkte kriegen, ist das eher zu unserem Schaden. So. Jetzt haben wir hier den Dampf aktiviert.
den Generator aktivieren. Einmal. Das Geräusch, ich musste eben gehen, Entschuldigung. Das Geräusch knirschenden Metalls auf Metall verbindet sich nun mit dem des zischenden Dampfes. Das war das gleiche Geräusch wie eben. Aber trotzdem scheint keine Spannung zu entstehen. Ob einer der Schaltkreise unterbrochen ist? So, jetzt kommt die Stelle mit dem Penny. Klopf, klopf, Penny. So. Und jetzt interessanterweise ersetzt er jetzt also die Sicherung durch den Glückspenny. Der Strom kann wieder fließen, aber der Generator ist ja noch aus. Also, er hätte die doch eben stecken lassen können. Das macht einfach keinen Sinn. So, und jetzt machen wir den Generator an. Also eigentlich von der Logik her hätte er das Ding reinstecken müssen. Oh, passiert nichts und wieder rausziehen müssen. So, jetzt haben wir wieder Strom und können uns hier einfach das Schwertchen schnappen. Speichern, würde ich sagen. Sollte auch die Orgel wieder Strom haben, mal schauen. Nein, steht hier nichts von wegen, es hat wieder Strom. Oder war neben. Es hat wieder Strom und wir können jetzt hier ein bisschen Musik machen. Das waren wieder die zwei. Jetzt will ich nochmal hier im Licht eben kurz in die beiden Räume reingehen, einfach sie auf mich wirken lassen. Also hier sieht man halt den Tisch. Sterbeurkunden ausgestellt werden. Und jetzt sehen wir hier auch nochmal den Tisch und können uns auch hier das nochmal angucken. Und ich würde immer noch sagen, es sind Handtücher, was oben liegt. So, dann gehen wir mal hier zurück. Nach da hinten sind wir noch nicht gegangen, gell? Doch. Da war das mit den Fässern, ja, ja. Ich bin ein wenig verwirrt heute. Und da springt die Fensterscheibe raus. Sehr schönes knarztes Glas, wenn man über es drüber läuft. Aber hier hinten immer noch. Dann würde ich sagen, wir benutzen mal das kaputte Blatt Papier. So, ah, neuer Text. Eine unglaublich alte, aber sehr gut erhaltene Pfeifenorgel. Ihre Qualität ist exquisit, läuft aber am Grat des Grotesken entlang. Kleine dämonische Figuren verstecken sich fast wie unsichtbar im spiralförmigen Design der Fassade. Und natürlich wollen wir auf der Orgel spielen. Ich habe natürlich die Melodie noch im Kopf gehabt. Ich musste nur eben gucken, welche von den vorherigen Noten die richtige Ton ist. Und da haben wir einen Hebel. Der Tabernakel öffnet sich, um einen Hebel freizugeben. Das Tabernakel, ach, es ist das Tabernakel, okay, ist nahezu leer. Leere breitet sich dort aus, wo eigentlich Weihwasser, Hostien oder andere geweihte Gegenstände stehen sollten. Im staubigen Fach liegt ein Türgriff. Da fragen die noch, ob ich die nehmen will. Ich meine, die haben eine ganze Texteinblendung verschwendet, um diesen Türgriff zu beschreiben. Natürlich will ich den dann nehmen, oder? Dann nehme ich mal an, ganz dreisterweise, dass dieser Türgriff für die Tür ist, die wohl... Ja, wenn man dann mal die Waffe hat, dann hält man es nochmal. Ich muss sogar noch einen Schlag. Also besonders stark.
Ist, hier ist, glaube ich, nur noch ein. Lass mich mal gucken. Dann. Da war er, der kam ziemlich flott an. Der war tatsächlich ein Schlag und er ist weg. Oh, da ist noch einer. Also was das Spiel tatsächlich nicht hat, ist endlos respawnende Gegner. Von daher macht es natürlich Sinn. Da gleich mal. Ach, kann das sein, dass wir vor denen weggerannt sind vorher und einfach nur das Glück hatten, die sind noch nicht gekommen. Nun gut, wir haben hier also grün. Dann brauchen wir, glaube ich, rot. Aufhebung, was ist es? 1, 2, 3. Ja, ja, das ist schon das Stärkste jetzt. Wir brauchen jetzt Aufhebung in der stärksten Stufe. Ja, 3 oben und ja, ja, 4 unten, genau. Und das ist dann Nethleck und Redgom. Also ein neuer Spruch. Höchste Stufe. Chaturga. Wobei das dabei egal ist. Nethleck. Pagon. Ja, man merkt die Reihenfolge, die man die Reihenfolge etwas anders. Sie fangen mit einem Pagon an und fangen an unten rechts, also bei dem ersten Pagon bei uns zu vorzulesen. Ja. Das hätten sie noch so machen können, dass sie die Samples von dem der Sprachausgabe in der Reihenfolge angeben, wie ich sie spreche, egal. Jetzt wollen wir Aufhebung sprechen. 5. Ich glaube, das ist der falsche Spruch. Ich habe gerade eben den gemacht, der Kraftfelder zerstört. Ich wollte eigentlich den, wo ich was sehe, das ist der hier. Okay. Intelligenz ist nicht so meins, wie man merkt heute. Egal, wir haben jetzt den anderen auch. So, wir haben also Narakath und Redgomor. Okay, Spruch. Also, so wie dies machen ist, und das ist halt jetzt, ich muss erst die Ausrichtung wählen, und das ist eigentlich das Vorletzte. So wie dies machen ist, also sie fangen mit einem Paragon an. Und dann mit Nethleck war es, oder? Sie sind jetzt vor lauter Reden. Ja, ja. Narakath, okay. Ich mach's doch wieder, wie ich gewohnt bin. Erscheint. Und ihr fehlt der Griff. Ist mir doch gedacht. Nein, da konnte ich mich nicht mehr dran erinnern. Eine schwere Eichentür wird sichtbar, nachdem die Magie ihre Macht gezeigt hat. Das Holz ist mit Kratzern und Kerben übersät, die eine lange, finstere Geschichte erzählen. Der Griff der Tür fehlt. Wunder. Es scheint, als könne diese Tür nicht geöffnet werden. Sagt der Text, wo wir doch schon den Griff haben. Zauber funktioniert. Wirkt immer noch. Rotschleier. Hier sind auch immer noch Dinge und also. Das ist halt auch komisch, diese Tür ist magisch versteckt. Und trotzdem hat man hier Dinge schon reingelegt. Also die muss irgendwann mal versteckt worden sein, nachdem die Soldaten da schon Sachen reingetan haben. Ich will jetzt nochmal speichern. Ich kann nicht auch den nehmen, ist eigentlich wurscht. Tschüss, Karim. Peter Jacob kommt jetzt. Denn hier ist ganz viel Blut auf dem Boden. Also bevor ich hier runtergehe, erstmal speichern.
Jetzt wird das Spiel. Und machen wir die Tür auf. Das war jetzt nicht sonderlich klug. Aha, okay. Ah, ich weiß, dass ich die eigentlich auch mit der Fackel umbringen könnte. Und da hört der Zauber, der Erkennenzauber, auf zu wirken. So, dann haben wir jetzt die mal besiegt. Finalschläge, um ein bisschen Sanity zurückzukriegen. So. Und ich würde sagen, bevor wir weitergehen, vertröste ich euch auf nächste Woche. Denn wir sind schon wieder so weit. Ja, wie heißt es bei Paulchen Panther? Wer hat an der Uhr gedreht? Aber ich bin nicht der pinke Panther, sondern ich bin der Nighty Panther. Also, bis nächste Woche. Ciao, miau.